Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the three Providence partners. Eliminate them, and the war would be over. However, the Constant has an ace up his sleeve. Look closer. In the shadows. Behind the everyday world. Beyond the headlines and the seats of power. A hidden hand. A kind of company known as Providence. To it, we were just assets to use and throw away, to do the unthinkable, the unforgivable, and it never gave us a second thought until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. Much has been lost, but we are closer than ever. We trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learnt the names of its three partners. In their downfall, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. 47. It's time. Partners are down there. You know, I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? What the hell? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations. Over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again... We'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth-generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right.
This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Welcome to Dubai, 47. Today is the inauguration of the scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Ja, viel Glück und damit hallo und herzlich willkommen zu Hitman 3. Wir schleichen, sneaken, verkleiden und so weiter und so fort. Das machen wir auf jeden Fall, um ans Ziel zu kommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Bock habt auf Hitman 3, dann gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, oder ein Däumchen da lassen, weil das Ding hier zocken wir komplett durch. So, wir gehen jetzt erstmal zum Zugangspunkt. Sehr nett bei Hitman 3, vielleicht mal eben vorab, dann können wir mal eben hier ins Menü gehen, vorab, das Nette an Hitman 3 ist, dass ihr euren Spielstand aus Hitman 2 mitnehmen könnt, sofern ihr den habt. Ich habe Hitman 2 auf der PlayStation gespielt, spiele das hier jetzt auf dem PC und habe es irgendwie nicht hinbekommen, meinen alten Spielstand rüberzuziehen. Wenn ihr allerdings, ich glaube, vorbestellt habt oder so, bekommt ihr eh die ersten beiden Teile dazu. Die habe ich auf jeden Fall in meinem Hauptmenü zur Auswahl. Also man könnte hier die komplette Hitman-Saga einmal durchspielen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Der Anfang hat mir schon mal sehr gut gefallen. Das hat richtig gerockt gerade und jetzt schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Ich bin ja bekannt als absoluter Schleichenthusiast, der gerne mal mit der Tür ins Haus fällt. Von daher, ja, seid bereit für viele lustige Tode und großes Versagen meinerseits. So, kommen wir da irgendwie rüber? Ich weiß es nicht. Ah nee, warte mal. Wahrscheinlich da runter. Setting auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr geil, das weiß zu gefallen. Da hochzukommen wäre nett. Kommen wir auch. Also die ganze Aufmachung hier auf jeden Fall schon mal richtig spektakulär. Sehr guter Anfang, gefällt mir sehr gut. So. Auch mit der musikalischen Untermalung und so. Richtig geil. Ja, mach ich. Okay. Kamera ausrüsten. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Wie gesagt, sonst nur auf der Playse gespielt. Das Ding wollte er haben, ne? Oder? Ach nee, Quatsch. Da! Ich bin ja doof. Aber wir können auf jeden Fall auch schöne Fotos machen. Das wäre hier so der Fall. Wunderschönes Panorama. Kleines Foto für die Mutti. Schon mal mitgenommen. So. Ja, und wo könnte man Hitman authentischer haben als hier auf diesem Kanal? Der Schleichglatzkopf und der Polterglatzkopf endlich vereint. I'm sure there must be floor plans somewhere. Okay. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. Gut. We are so close, 47. Don't worry. They're not going anywhere. Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Aber wahrscheinlich muss es ja schief gehen, ansonsten wäre das Spiel hier nach kürzester Zeit vorbei. Das Schöne an den Hitman-Spielen ist ja, dass ihr sie auf so viele unterschiedliche Arten spielen könnt. Also es gibt immer mehrere verschiedene Lösungswege und meistens ist der Lösungsweg, den euch das Ingame-Tutorial vorgibt, der langweiligste. Kann ich mir hier nicht schon irgendwo Klamotten schnappen? Scheinbar nicht. Dann machen wir es so. Deshalb, das macht halt so den Reiz der Hitman-Spiele aus. Ach so! So ziehen wir uns um. Okay. Das macht den Reiz der Hitman-Spiele aus, eben wirklich die Mission auf unterschiedliche Arten, denn vielleicht auch nochmal zu spielen und so. Das ist eben
der große Reiz. Ich habe schon gehört, dass der dritte Teil nicht die längste aller Spielzeiten hat. Da oben haben wir eine Zielperson und da. Nicht die längste aller Spielzeiten hat. Aber, wie gesagt, eigentlich macht es den Reiz auch aus, die Missionen dann öfter zu spielen und immer wieder was anderes zu versuchen. So. Ich hätte mir da gern Glas mitgenommen. Gucken wir erstmal, was hier abgeht. Junge. Ja, Mensch. Schön. Mache ich. Na, wir gehen mal celebraten und überlegen uns jetzt mal, was wir machen können. Ja, danke. Danke, danke. In der Regel auch eine Sache bei Hitman, die wenigste Zeit im Spiel rennt man eigentlich, wie ich es jetzt hier gerade mache. Sondern läuft eher, um unauffällig zu bleiben. So, jetzt ist die Frage, wir haben ja relativ wenig Vorgaben. Da vorne haben wir auf jeden Fall schon mal eine Zielperson. Und was man, glaube ich, machen kann, warte mal, wo ging das denn? Wir schauen mal eben. Man kann auf jeden Fall... es gibt immer pro Level gibt es... Das ist die Kontaktperson. Wäre sehr dumm, den jetzt hier einfach umzubringen. Right there. That's Marcus Stuyvesant. Providence partner, self-entitled and arrogant little worm. He might not look like much, but he's done more damage to the world than you could dream. So. Jetzt habe ich den Faden verloren. Doch, ihr könnt pro Level, war jedenfalls sonst immer so, Herausforderungen auch schaffen, die euch dann so ein bisschen einen Hinweis darauf geben, wie man es anstellen könnte. Also zum Beispiel gibt es dann Extrapunkte, wenn ihr den Bösewicht vergiftet und so weiter und so fort. Oh, hier dürfen wir gar nicht rein. Ja, sorry, ich gehe raus. Ja, ja. So. Auf jeden Fall kann man jetzt schon mal sagen, macht es Sinn oder würde es Sinn machen, irgendwie Personalbekleidung zu bekommen, halt von einem der Wachleute oder so dort. Aber wir gucken uns hier erstmal alles an, das gehört eben auch mit dazu und dann überlegen wir uns, was wir tun können. 47. I would like to address the Providence partners directly. I want them to know. Why this is happening. And I have an idea, but it requires you finding a map terminal. Ein Kartenterminal. Okay. Können uns ja mal ein bisschen umschauen. Okay, da dürfen wir nicht rein. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, hier mal ein bisschen rumzusneaken. Information. Genau, das habe ich gesucht. Anfällige Sonne. Die Kunsttechnik, den Kunsttechnikern zufolge haben sie nur eine Sicherung für den Betrieb der Sonneninstallation. Das ist schon mal gut. Und hier sind die benannten Herausforderungen. Eliminieren Sie das, das Ziel mit einer, nicht das Klavier mit einer Zielseite, sondern das Ziel mit einer Klavierseite. Anpassungsfähiger Killer. Ne? Da kann man sich dann hier verschiedene Sachen machen. Halten Sie mein Haar und sowas. Und dadurch hat man eben auch immer so ein bisschen Hinweise, wie es laufen könnte. Eliminieren Sie Carl Ingram, indem Sie dafür sorgen, dass er vergiftete Nahrung zu sich nimmt. So, dadurch wissen wir schon mal, irgendwo können wir Gift finden. Das ist immer ein ganz guter Wegweiser, um ja eben die verschiedenen Ziele dann oder die verschiedenen Möglichkeiten rauszufinden. Das hier gefällt mir schon mal ganz gut. Eliminieren Sie Carl Ingram, indem Sie dafür sorgen, dass er gegen einen explosiven Golfball schlägt. Dafür müssten wir aber jetzt erstmal einiges finden. Was haben wir da? Untertauchen. Ah, das geht nur als, wenn wir hier Techniker sind. Können wir die Leiter benutzen von der anderen Seite? Das kann natürlich hier auch immer alles ganz schnell vorbei sein. Deshalb macht es vielleicht jetzt gerade Sinn. Ihr könnt jederzeit speichern.
Hier sieht man, ich habe schon ein bisschen nochmal den ersten Teil gespielt gehabt, um mich einmal an die PC-Steuerung zu gewöhnen. Weil das hier jetzt tatsächlich mein erstes Hitman auf dem PC seit den ganz alten Teilen ist. So, Infogegenstand erhalten. Gucken wir mal drauf. Die Sonne, eine Notiz von einem der Techniker. Hinweis an alle. Passt auf, dass ihr die Sicherung nicht wieder einsetzt, bis wir die Elektrikprobleme mit der Sonne gelöst haben. Das muss umgehend angegangen werden. Sobald alles fertig ist, sagt Delora Bescheid, dass es sicher ist. Wer auch immer das repariert, auf den wartet eine schöne Überraschung. Ich bleibe den Großteil des Tages am Eingang. Okay. Was haben wir hier? Befestigung zerstören. Brechstange fehlt. Also da könnten wir theoretisch... hier sind die Sicherungen. Die Sicherung fehlt. Okay. Gut, gut. Also mit einer Brechstange könnte man auf jeden Fall hier Leuten das Ding da auf den Kopf fallen lassen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, da stehen Wachen, da unten laufen auch Leute... Die Frage ist, wo kriegen wir die Sicherung her? Wenn wir es wirklich jetzt über die Sicherung hier laufen lassen wollen. Ich habe natürlich noch überhaupt keine Ahnung, wie wir das hier alles zurechtzaubern. Da haben wir schon mal einen Schraubendreher. Das ist gut. Wegstecken, weil wenn du den in der Hand hast, kannst du gleich wieder auffliegen. Da fehlt mir auch eine Sicherung. Ah, okay. Was wir machen könnten, wenn wir den, der Ingram wird sich hier unten nicht blicken lassen, aber wenn man den Stövesand, oder Stövesand, man weiß es nicht, wenn wir den hier unten hinlocken können, irgendwie, dass er in die Fläche dort tritt, man sieht Wasser, wahrscheinlich, wenn wir hier dann die Sicherung reindrehen, brutzelt es den guten Mann. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. So, da können wir nur untertauchen, Ventil öffnen. An den beiden komme ich so nicht vorbei. Ich könnte natürlich... Warte mal, der eine Arbeiter ist da jetzt alleine. Na, die bleiben aber die ganze Zeit zusammen. Also es würde die Sache hier arg vereinfachen, wenn wir irgendwoher eine Klamotte kriegen. So, wir sind hier jetzt auf... Nee, wir sind nicht in dem Bereich, wo alles gut ist. Und da läuft der Stäubesand. Guck mal. Wenn wir jetzt eine Brechstange hätten, könnten wir ihm das Teil auf den Kopf fallen lassen. Aber woher nehmen? Und hier werden wir überall gesehen. Also er kommt hier auf jeden Fall ab und zu mal vorbei. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Vielleicht gehen wir jetzt erstmal wieder raus und gucken uns das Weitere an. Also er ist auf jeden Fall eben hier durchmarschiert. Warte mal, wo waren denn die Teile, die wir lösen können? Wir können ihm ja einfach auch mal folgen. Er hat auf jeden Fall einen Wachmann dabei. Und überall sind viele Leute. I need some fresh air. Keep your distance, but your eyes open. I want to blend in. Don't worry, sir. I'll keep my distance. Okay. Er trennt sich hier von seinem... Hier könnte man ihn vergiften. Wenn man denn Gift hätte. Weil, okay. Das wäre auch wieder eine Möglichkeit, ihm hier irgendwie was unterzumischen. Dazu wäre es gut, wenn wir eine Barkeeper-Uniform hätten. Oh, 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 oh. Was war das?
Okay, also wieder hier rein. Gehen wir nochmal weiter hier. Aber ich glaube, wir haben dann gleich... Was können wir hier interagieren? Listen. Ah. I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. Ja, das hat er schon mal erzählt. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it. We'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. Okay. Ich sehe gerade, warte mal, Anleitung, wie man die Mächtigen, wie die Mächtigen fallen. Ich sehe gerade, meine Facecam ist ein bisschen blöde platziert, weil man mich immer über den Untertiteln sieht. Die werde ich in der nächsten Folge ein bisschen zur Seite schieben, dass ihr da besser sehen könnt. So, verhelfen Sie Gray zu seiner Rache. Aufgepasst, ich möchte direkt mit den Partnern sprechen, damit sie begreifen, okay, das hatten wir alles. Okay, in der Nähe des Scheißraums. Gut. Flitzen wir hier mal ein bisschen rum. Da hinten wird uns auch das Ziel angezeigt. Vielleicht machen wir das zuerst. Vielleicht ist... Oh, ja. Sorry. Oh, ich gehe ja schon wieder. Kein Problem. So. Genau, wir werden jetzt erstmal mit dem Kartenterminal interagieren. Das Ding hierbei ist wieder, wenn du einmal weißt, wie es geht, wie so eine Hitman-Mission funktioniert, dann kannst du, also wenn ich jetzt genau wüsste, wo ist das Gift, wo ist dies, wo ist das, dann könnte ich die Mission wahrscheinlich innerhalb von 5 bis 10 Minuten durchspielen. Aber, wie gesagt, das macht ja nicht den Reiz an der Sache aus. Also ich finde es schon immer geil, erstmal herauszufinden, was muss ich machen, was kann ich alles machen. Das macht dann schon Spaß. So. It looks like the staff area could provide you with a viable route to the server room. Okay. Dann wollen wir mal in die Staff Area. Dumm. Ich hab ganz furchtbaren Blasendruck, deshalb muss ich hier mal eben zügig rennen und eine Toilette suchen. Okay. Ich ahne es schon. There's a keypad lock on the doors to the staff area. One moment. All right, try this. 4706. Okay. 4706. Vielleicht bekommen wir hier. Security here. One moment. Einen Augenblick, okay. Ready for some fresh air, 47? Ja, auf jeden Fall. Hau raus. Vielleicht bekommen wir hier auch nochmal eine andere Verkleidung. Staubsauger einschalten, damit machen wir Krach. Da ist ein Schrank, wo wir jemanden verstecken können. Okay. Oh nein! Stop choking that. I'm not... Verzeihung. Okay, scheint alles gut gegangen zu sein. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Damit haben wir nämlich die Barkeeper-Verkleidung. Und das war eigentlich auch schon wieder relativ dusselig von mir, wie ich es gemacht habe. Ich hätte vorher nochmal die Gegend scannen können, dann hätte ich gesehen, dass Tanti da steht. Aber ist ja so gut gegangen. Auch wenn es mir für den Kinnhaken sehr leid tut. Ma'am, die ziehen wir. Ich glaube, es macht mehr Sinn, die Barkeeper-Verkleidung zu haben. Das ist perspektivisch auf jeden Fall die bessere Verkleidung. So, damit ihr nicht so alleine seid. Hier ein bisschen kuscheln. Bitteschön. So. Das ist schon mal sehr gut. Da haben wir eine Schere. Stecken wir ein. Weiß man nie, wofür man es braucht. Da können wir nichts mitnehmen. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Schere und einen Schraubenzieher, glaube ich. So, in die Küche. Da wird es doch gleich schon wieder interessant. Ach, oh, okay. Ich bin kein Küchenpersonal. Ich darf hier also scheinbar nicht rein. Oder?
Es wird mir nichts angezeigt, aber er da erkennt mich. Auch hier wieder, man könnte natürlich jetzt versuchen, das Essen zu vergiften. Wir machen mal eben Folgendes. Man kann ja immer zwischendrin speichern. Das machen wir auch direkt mal. Falls was schief geht. Was haben wir da? Ah, dafür brauchen wir einen Dietrich. Okay. Oh, it's nothing I haven't seen before. But you don't understand. Da können wir wieder welche verstecken. We military men are used to punctuality. I was supposed to be ready and present my papers half an hour ago. Wir haben Versetzungspapiere gefunden. Die Befehle des neuen Rekruten. Papiere, die die bisherigen Aufträge und Pflichten des neuen Rekruten zusammenfassen, sowie Befehle, in den Turm zu kommen. Zu seinen bisherigen Erfahrungen zählen die Arbeit für David Ragan, einen unlängst verstorbenen Bollywood-Filmproduzenten, sowie Verweise auf seine Pfadfinderabzeichen für den Umgang mit Besteck. Okay, kann nicht schaden, wenn wir... Hallöchen, wenn man das dabei hat. Schöner, haariger Rücken. Wir suchen weiter. Kacke, die kennen sich alle untereinander. Also es ist kein verbotenes Gebiet hier. Das Problem ist allerdings, dass zum Teil die Leute einen auch mit Erkleidung, mit Verkleidung erkennen. Gehen wir mal lieber raus hier aus der Küche und schauen uns weiter um. Da ist die Toilette. Was haben wir da? Da ist der Schraubenschlüssel. Den stecken wir mal schnell ein und packen ihn weg. Den können wir noch gebrauchen. Darf man da rein? I think I can open that window remotely. Scan the lock with your camera and I'll have a try. Okay, wir brauchen die Kamera. Das ist schon wieder dumm gelaufen. Wir gehen einfach mal raus. Wir gehen mal raus. Ich hatte gerade so den Instant-Impuls, neu zu laden. Aber vielleicht können wir uns mal eben irgendwo verstecken. So. Oh, wo geht's hier denn hin? Schöne Tür. Oh, warte mal. Verkleiden als Wachmann. Ist das auffällig, wenn ich das tue? So. Ist vielleicht jetzt fürs Erste besser. Wir wissen, oben im Trockenraum haben wir auf jeden Fall nochmal so einen Barkeeper. Eine Barkeeper-Verkleidung. Cheek Al-Ghazali is reaching out to his worldwide network of lawyers and financial contacts, attempting to restore the lost power base of the Providence Partners. Die Frage if Ingram ist, and Stuyvesant were asked to a meeting, thinking they'll be told of new developments, I suspect they'd jump at the chance. There's a lounge area at the top of the building. It can be sealed off for private conversations. If we lure the targets there, they'll be trapped. Okay. Nee, das war nicht der Plan. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir damit nach oben kommen. Gibt es denn einen anderen Weg? Ah, da gibt es ein Rohr. Pass auf, es läuft anders. Wir müssen da lang. So. 74 hat... 47. Meine Herren. Hat auf jeden Fall den männlichsten Griff aller Zeiten. Das musste er erstmal machen. In der Höhe hier mal lustig den Hangelmann spielen. So.
Auf geht's. Auf geht's nach oben. Auf jeden Fall schon mal wieder ganz nice. Zack, 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 zack. So, meine Damen und Herren, an der Stelle speichern wir. Ich würde sagen, angespielt, Fazit, zu diesem Zeitpunkt wieder mal allerfeinste Hitman-Kost. Macht richtig Spaß, hier rumzuknobeln. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß, auch wenn es nicht das actionreichste Let's Play hier werden wird. Ich versuche wirklich so sneaky, wie es geht, das Ganze durchzuziehen. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Gerne beim nächsten Mal wieder einschalten, gerne den Kanal abonnieren, gerne ein Like da lassen. Wir sehen uns. Bis dahin, reingehauen.